Früher habe ich gedacht, dass man mit allem auf YouTube erfolgreich sein kann. Das Wichtige ist nur, dass man das regelmäßig macht und die Videos einfach immer wieder hochlädt und dann findet man irgendwann alle Leute, die sich für das, was du machst, interessieren. Oh mein Gott, hast du schon das neueste Video von ihr gesehen? Ich finde die Videos so genial. Ja, ich habe es schon gesehen. Am besten fand ich ja den Teaser am Schluss. Den Teaser? Ja, oh Gott. Weißt du, irgendwie, also, ich glaube, ich bin ihr größter Fan. Ich stehe drauf, wie sie sich so von vorne macht. Ich glaube, du hast einen Fetisch. Heutzutage funktioniert das jedoch nicht mehr so einfach. Selbst wenn du irgendwas machst, was einzigartig ist und wenn du es gut machst, mit guter Videoqualität und wenn es wirklich Leute geben würde, die sich dafür interessieren, heißt es noch lange nicht, dass du große Reichweiten erzielen wirst. In diesem Format möchte ich einfach erzählen, was man machen muss, um erfolgreich auf YouTube zu sein. Und das soll jetzt nicht als Tutorial dienen. Es ist vielleicht eher so herum, dass ihr nach ein paar Folgen versteht, warum ihr keinen Erfolg auf YouTube habt und vielleicht auch nicht haben möchtet. Es gibt viele so Standard-Tipps, sowas wie regelmäßige Upload-Zeiten, zielgruppenorientierter Content und so weiter. Aber was ihr wirklich nicht unterschätzen dürft, ist der Effekt, wenn man sich zum Beispiel einfach die Haare blau färbt oder einen lila Lippenstift trägt. Manche Leute sehen einfach das Thumbnail, sehen, du siehst interessant aus und klicken dann drauf. Natürlich, sie werden deinen Kanal nur abonnieren, wenn sie dann noch mit deinen Videos zufrieden sind, aber es geht ja auch darum, dass es schwer ist, größer zu werden, wenn dich niemand findet. Und die Leute finden dich viel leichter, wenn du irgendein herausstechendes Merkmal hast. Ich möchte in jeder Folge einen Kanal vorstellen, der besonders clever vorgeht. Wo ich das Gefühl habe, der hat wirklich eine Strategie gefunden, um möglichst viele Abonnenten zu gewinnen. Und heute geht es um Glitter Forever 17. Hey Glitter Critters, it's brilliant here! Sie sucht zum Beispiel Produkte, bei denen sie weiß, die sind in der Beauty-Welt gehypt und macht ein DIY darüber. Egal was es ist. Und egal ob dieses DIY besonders gut funktioniert. Gibt auch andere YouTuber, die das noch extremer machen. Und dann einfach die Bewertung deaktivieren, damit niemand weiß, dass sie ein DIY gepostet haben und das nicht funktioniert. For today's DIY, we're gonna make a dupe for the most expensive foundation ever. Are you ready? I am, so let's get started. And all you need is just some cheap drugstore foundation. Doesn't matter which kind. I'll just mix it on the back of my hand. So I can show you, but you can always make bigger amounts. And then your favorite moisturizer, I'm using just some moisturizer, and you mix it together, and then you, depending on the finish you want to have, you can add some powder and make it powdery, and as you can see, I'm wearing the most expensive right now, and if you blend it in really, really well, you basically can't see the difference. Das war's schon mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt euch die wichtigsten Punkte gemerkt, nämlich Haare grün färben und irgendwelche Fake-DIYs machen. Das hilft wirklich, um Aufrufe zu bekommen. Und ja, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Haha, ich hab's hinten im Thumbnail. Bei den Dreharbeiten habe ich festgestellt, dass Brilliant auch ziemlich unheimlich sein kann. Sagt mir Bescheid, ob ihr ein volles Outtake-Video sehen wollt. Es gibt noch mehr von diesem Material. Subscribe to become an official Glitter Critter. Be part of my Glitter family. It will all be fabulous. Honestly, I wanna make money. And I will kill you if you don't support me. Because I want 2 million Glitter Critters. And you will be one of them.